Hi, hallo, zum dritten Mal jetzt schon hier aus dem Spielhaus, aus dem gemütlichen Leseraum, Mädchenzimmer. Genau, es geht weiter mit dem Buch Die Schule der magischen Tiere von Margit Auer. Benny redet nicht mehr mit Ida. Sie weiß aber irgendwie gar nicht so wirklich warum. Vielleicht ist ihr das auch egal, weil sie freut sich vor allem darüber, dass ihr Ohrring wiedergefunden worden ist. Der zweite, den hatte sie ja verloren. Und außerdem freut sie sich darüber, dass sie ihr magisches Tier hat. Genau, die magischen Tiere, die ersten zwei wurden verteilt. Das haben wir letztes Mal gelesen. Die Ida hat den Rabat, einen Fuchs. Und der Benny, der hat eine kleine Schildkröte bekommen mit dem Namen Henrietta. Und jetzt will diese kleine Schildkröte, damit haben wir letztes Mal aufgehört, will Benny jetzt beim Laufen, im Laufen trainieren. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also, gemütlich machen und zuhören. 20 Mal rannte er die Wiese auf und ab. Henrietta hatte ganz vergessen, dass sie Benny trainieren wollte. Sie knabberte Klee und genoss die frische Luft. Als sie wieder zu Hause waren, spielten sie Verstecken in Bennys Zimmer. Eigentlich war es so, dass sich nur Henrietta versteckte. Benny musste suchen. Mal kroch die Schildkröte in Bennys Sockenschublade, mal duckte sie sich hinter dem Sitzsack. Dann versteckte sie sich im Bücherregal. Benny konnte sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt so viel Spaß gehabt hatte. Wie kommst du da hoch mit deinen kurzen Beinen? Fragte Benny erstaunt. Als magische Schildkröte kann ich hervorragend klettern, belehrte ihn Henrietta. Da beschloss Benny, seinem magischen Tier eine Rampe zu bauen. Es war ein Brett, das schräg von seinem Fenster nach draußen führte, direkt auf den Rasen der Wohnanlage. So konnte Henrietta rein und raus, wie sie wollte. Henrietta erzählte Benny von ihrer Heimat. In der Karibik gibt es Schildkröten, die sind 2 Meter lang, und half ihm bei den Hausaufgaben. Dafür las Benny ihr fast das ganze Reptilienkapitel aus seinem Tierlexikon vor. Auf Comics hatte Henrietta zunächst keine Lust, bis sie die Hefte über die Ninja-Schildkröten entdeckte. Und als die beiden dann gemeinsam die dritte Dimension hörten, war ein zufriedenes Brummen aus ihrem Panzer zu hören. Nicht übel, gar nicht übel. Als Bennys Mutter den Kopf ins Zimmer steckte, lümmelte ihr Sohn wie immer gemütlich auf seinem Sitzsack. Auf seinem rechten Bein saß ein kleines Stofftier. Hat dir das Onkel Johnny geschenkt? Fragte sie. Aber Benny war so von der Radiosendung gefesselt, dass er nicht antwortete. Vor dem Einschlafen machten Benny und Henrietta zusammen Liegestütze. Benny versuchte, seinen Körper hochzustemmen, und Henrietta feuerte ihn an. Hoch den Popo, kommandierte sie. Am Montagmorgen war es für Benny unvorstellbar, ohne sein magisches Tier aus dem Haus zu gehen. Benny nahm für den Schulweg sein blaues Fahrrad. Henrietta packte er mitsamt ihrem Schuhkarton in den Fahrradkorb. Er brauchte 4 Minuten für die Strecke von der Lerchenfeldstraße zur Wintersteinschule. Fröhlich betrat er das Klassenzimmer. Den Schuhkarton stellte er vorsichtig auf sein Pult. Sie heißt Henrietta und kommt aus der Karibik, verkündete Benny stolz und ließ sich auf den Stuhl neben Schoki plumpsen. Ihre Lieblingsgerichte sind Killerkrabben und Glibberquallen. Bei mir zu Hause isst sie am liebsten Gemüse. Ich habe ihr gerade ein Radieschen zugesteckt. Er wollte die anderen aus der Klasse beeindrucken. Wenn ihm Mr. Morrison schon keinen Panther gebracht hatte. Die anderen reagierten nicht. Selbst Schoki murmelte nur ein kurzes Moin, Benny. Dann sortierte er weiter in aller Ruhe die Buntstifte in seinem Mäppchen der Größe nach. Benny stellte achselzuckend den Schuhkarton auf den Boden und schob den Deckel ein wenig zur Seite. Als Benny sein Sachkundeheft aus der Schultasche zog, blinkte eine grüne Leuchtschrift auf, da, wo normalerweise sein Name stand. Regel Nummer 1. Wir sprechen in Anwesenheit von Fremden nicht über die uns anvertrauten Tiere. Viele Grüße, die magische Zoohandlung. Benny schaute vorsichtig nach links und rechts.
Die anderen taten so, als würde es weit und breit kein magisches Tier geben. Aber es war doch da, oder? Er guckte unter den Tisch. Henrietta streckte ihren Kopf unter ihrem Schuppenpanzer hervor und blinzelte ihm verschwörerisch zu. Erst als Benny sich umdrehte, kapierte er, hinten an der Wand saß Herr Siegmann, der Direktor. Er gehörte nicht zur Klasse. Natürlich. Benny dachte an den Schwur und erschrak. Niemals, niemals sprechen wir mit anderen über das magische Tier. Zum Glück war Miss Cornfield noch nicht da. Sie hätte ihm vielleicht eine Strafarbeit aufgebrummt. Als Benny sein Heft aufblätterte, erschienen wieder grüne Buchstaben. Erinnerung an Regel Nummer 2. Wenn dein Tier mit dir spricht, können das deine Mitmenschen nicht hören. Wenn du mit deinem Tier sprichst, können das deine Mitmenschen allerdings sehr wohl hören. Benny brannte noch eine Frage auf den Lippen, doch da erschien auch schon ein grüner Nachsatz. Das gilt übrigens auch für Miss Cornfield. Wenn Henrietta den Mund aufmacht, hört deine Lehrerin keinen Mucks. Viele Grüße, die magische Zoohandlung. Benny lächelte und lehnte sich zurück. Er war gespannt, was heute alles passieren würde. Ida war an diesem Montagmorgen nicht so überpünktlich im Klassenzimmer wie sonst. Sie wollte Rabatt vor Unterrichtsbeginn noch gerne das Schulgelände zeigen. Damit du weißt, wo ich meine Vormittage verbringe, erklärte sie. Als erstes kamen sie zum Teich. Zwei Enten schwammen darin. Rabatt leckte sich mit der Zunge über die Schnauze. Untersteh dich, mahnte Ida und wedelte so heftig mit den Armen, dass die Enten ihre Flügel ausbreiteten und schnatternd davonflogen. Ich will doch nur was trinken, sagte Rabatt unschuldig und tauchte die Schnauze ins Wasser. Aber Ida glaubte ihm nicht ganz. Rabatt schnüffelte mit seiner feinen Nase mal hierhin, mal dorthin. Gerne hätte er im Pausenhof die Mülltonnen durchwühlt, aber Ida ließ ihn nicht. Stattdessen führte sie Rabatt in die Pausenhalle mit dem alten Schulglobus und in die Schulbibliothek. Die meisten anderen Kinder waren schon in ihren Klassenzimmern, so konnten sie sich ungestört umschauen. Ida deutete auf die Kohlrabi-Pflanzen, die auf dem Fensterbrett standen und fast aus ihren Töpfen herausquollen. Herr Siegmann will Kohlrabi-König werden, erklärte Ida. Hier in der Bibliothek ist es warm wie in einem Gewächshaus, sagt er. Schau nur, wie dick die Knollen schon sind. Als sie das Klassenzimmer betreten wollten, spitzte Rabatt die Ohren. Da ist jemand, der nicht dazugehört, warnte Rabatt. Ida seufzte. Das kann nur der Direktor sein, sagte sie. Komm lieber nicht mit rein. Warte auf mich draußen im Geräteschuppen und lass dich nicht vom Hausmeister erwischen, ja? Ich möchte nicht, dass dir etwas zustößt. In diesem Moment kam Miss Cornfield angerauscht, eine Minute vor Stundenbeginn. Sie sah Rabatt hinterher, der gerade um die Ecke verschwand, und nickte Ida freundlich zu. Alles in Ordnung? Fragte sie. Über Idas Gesicht ging ein Lächeln. Alles bestens, sagte sie leise. Übrigens, Herr Siegmann ist da. Tatsächlich? Miss Cornfield zog eine Augenbraue hoch. Na, dann wollen wir mal. Schwungvoll stieß sie die Tür zum Klassenzimmer auf und Ida schlüpfte hinter ihr an ihren Platz. Wann war die erste Mondlandung und wer war daran beteiligt? Annalena? Gleich nach der Begrüßung feuerte Miss Cornfield ihre Fragen ab. Am 20. Juli 1969 leierte Annalena herunter. Der erste Mensch auf dem Mond hieß Neil Armstrong. Miss Cornfield nickte. Aus welchem Land kam er? Silas? Amerika. Aus den USA, richtig. Die Lehrerin wanderte durch die Reihen. Was hat Neil Armstrong gesagt, als er den Mond betrat? Eddie? Keine Ahnung. Joe? Joe grinste. Wo bitte geht's zum Strand? Benny schüttelte den Kopf. Heute, wo Herr Siegmann da war, war der falsche Moment für blöde Witze. Sehr witzig, Joe. Miss Cornfield runzelte die Stirn. Ida? Ida schaute kurz auf.
Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Aus dem Schuhkarton flüsterte Henrietta: Das kannst du auch, Benny. Miss Cornfield ging weiter. Wie lange blieben die Astronauten auf dem Mond? Joe? Joe grinste. Bis sie aufs Klo mussten? Silas unterdrückte ein Lachen und Joe blickte sich stolz um. Herr Siegmann räusperte sich nur. 2 Stunden und 31 Minuten, wisperte Henrietta und Benny platzte heraus. 2 Stunden und 31 Minuten! Es war das erste Mal, dass Benny überhaupt freiwillig im Unterricht den Mund aufmachte. Doch es kam nicht gut an. Wer hat dich gefragt? Antwortete Miss Cornfield streng. Bitte melden. Och, Menno, kam es aus dem Schuhkarton. Die nächste Frage war schwer. Sie lautete: Wie viel Mondgestein brachten die Astronauten zurück zur Erde? Weder Ida noch der Professor wussten die Antwort. 22 Kilogramm, sagte Benny, nachdem er sich gemeldet hatte. Streber, zischte Joe. Benny freute sich. Wie praktisch war es doch, ein so weises und erfahrenes Tier an seiner Seite zu haben. Ob ein Panther auch so gut über die Mondlandung Bescheid gewusst hätte? Auf einmal war Benny unheimlich froh, dass er von Mr. Morrison eine kleine Schildkröte bekommen hatte. Benny tat so, als müsste er sich den Schuh zubinden. Doch in Wirklichkeit streichelte er Henriettas linken Fuß. Die kleine Schildkröte kicherte vor Wohlbehagen. Kitzelt, gluckste sie vergnügt. Herr Siegmann, der Direktor, war zufrieden. Sie haben Ihre Klasse gut im Griff, Frau Kollegin, lobte er. Bis auf den da. Schicken Sie ihn später zu mir ins Büro. Er deutete mit dem Zeigefinger auf Joe. Der grinste nur frech. Ida fand es ganz schön mutig. Rabatt hatte wunderbare 2 Stündchen im Hausmeisterschuppen geschlafen. Er reckte den Hals, gähnte herzhaft und spürte, dass er Hunger hatte. Ida wollte ihn erst um 12:30 im Schuppen abholen, also hatte er noch genügend Zeit, um nach etwas Essbarem zu suchen. Er stieß mit der rechten Vorderpfote die Tür des Geräteschuppens auf. Als erstes stieg Rabatt der Duft von Zwetschgen in die Nase. Er folgte seiner Nase und landete beim Komposthaufen hinter dem Schulhaus. Oh, wie lecker! Rabatt mochte Obst, vor allem, wenn es nicht zu sauer war. Rabatt schmatzte. So richtig satt war er noch nicht. Er spazierte zum Pausenhof. Dort war alles ruhig. Die Mülltonnen rochen köstlich. Rabatt schaute sich um. Niemand zu sehen. 3 Tonnen standen nebeneinander. Rabatt sprang auf die erste Tonne. Wie praktisch, der Deckel der 2. Tonne war nach hinten geklappt. Es roch nach Schokoladenkeksen, sein Leibgericht. Dem Fuchs lief das Wasser im Mund zusammen. Mit einem Satz landete Rabatt in der Tonne. Es war das Paradies. Rabatt fand ein Stück Marmeladentoast und jede Menge Schokoladenkekse. Er biss gerade in ein Nusshörnchen, als er lautes Geschrei hörte. Rabatt stellte sich auf die Hinterpfoten und lugte über den Mülltonnenrand. Kinder! Sie stürmten genau auf ihn zu. Für eine Flucht war es zu spät. Schon waren 2 Jungs bei der Tonne angekommen. Der eine hatte einen Ball unter dem Arm. Sie hatten ihn nicht gesehen. Was hatten sie vor? Rabatt duckte sich. Mit einem lauten Scheppern fiel der Mülltonnendeckel zu Boden. Dann packte einer der Jungen die Tonne an den Griffen und rollte sie mit großem Getöse ein Stück nach vorne. Rabatt, der Lärm nicht ausstehen konnte, hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten. Die 2. Tonne wurde über den Asphalt gezogen. Die Fußballer benutzten sie als Torpfosten. Das Spiel begann. Es war für Rabatt ein komisches Gefühl, in der dunklen Mülltonne zu sitzen und darauf zu warten, dass der Ball gegen die graue Plastikwand knallte. Der erste Schuss ließ die Tonne erzittern. Beim 2. Schuss wackelte sie ziemlich heftig. Beim 3. Schuss beschloss Rabatt nachzuhelfen. Der eine Junge schoss. Der Torwart sprang. Der Ball donnerte gegen die Tonne. Rabatt verlagerte sein Gewicht nach vorne, die Mülltonne kippte.
Die Tonne riss den Jungen mit zu Boden, der versucht hatte, den Ball zu fangen. Sie krachte genau auf sein Handgelenk. Der Torwart jaulte laut. Oder war es Rabatt? Der Hausmeister kam angerannt. »Ihr kommt sofort in Herr Siegmanns Büro«, donnerte er. So schnell er konnte, sauste Rabatt zurück in den Geräteschuppen. Keiner hatte ihn gesehen. Er legte sich auf eine alte Decke, rollte sich zusammen und versteckte seine Schnauze in dem rotbraunen Fell. Als Ida ihn nach der Schule abholte, schlief er tief und fest. Die Fußballspieler im Pausenhof, Joe, Silas und ein paar Jungen aus der Parallelklasse, mussten am Nachmittag länger dableiben und den ekligen Müll zurück in die Tonne schaufeln. Der Besuch beim Direktor war sehr unerfreulich verlaufen. »Fußballspielen ist im Schulhof verboten«, schimpfte Herr Siegmann. »Wenn ich euch noch einmal erwische, gibt es einen Brief nach Hause.« Als Joe patzig antwortete, »Mir doch egal«, zückte Herr Siegmann in aller Ruhe seinen Füller und schrieb vor seinen Augen einen Brief an Joes Eltern. »Du bist mir heute schon zum zweiten Mal aufgefallen«, erklärte er. »Unverschämtes Benehmen lasse ich mir nicht bieten.« Als Joe am nächsten Tag zur Schule kam, trug er einen Verband um das rechte Handgelenk. Frau Bergmann pfiff durch die Zähne. »So kannst du nicht mitmachen.« »Schade, Joe. Wir hätten dich doch so dringend gebraucht beim großen Staffellauf gegen die Dante-Schule.« »Ich muss aber«, protestierte Joe. »Ich habe wochenlang trainiert für diesen Wettkampf.« »Tut mir wirklich leid, Joe«, sagte Frau Bergmann bedauernd. Die anderen trainierten die ganze Stunde lang. Ida gehörte diesmal zu den Schnellsten. Nur Annalena und Katinka zogen an ihr vorbei. Silas aber lief wie der Wind und zu aller Überraschung stellte sich sogar Benny halbwegs geschickt an. Joe saß am Spielfeldrand. Er musste beinahe weinen vor Wut, als er sah, wie Frau Bergmann Benny auf die Liste für den Wettkampf setzte. Bei der Schulversammlung in der Pausenhalle sprach Herr Siegmann folgende Punkte an. Erstens, allgemeine Sauberkeit im Schulhaus, in den Toiletten und auf dem Pausenhof. Einige Schüler hatten sich über Gestank beschwert. Zweitens, das anstehende Sportfest mit dem legendären Staffellauf, bei dem es darauf ankam, die Ehre der Schule zu verteidigen. Er sprach sehr lange und ausführlich über die Ehre der Schule. Die Anwesenden begannen zu gähnen. Und während Schüler und Lehrer damit kämpften, dass ihnen die Augen nicht zufielen, erschnupperten ihre Nasen einen unangenehmen Geruch. Henrietta, die zusammengekauert in Bennys Hosentasche saß, roch es am deutlichsten. Es stank. Einige Mädchen, darunter Helene, hielten sich schon Taschentücher vor die Nase. Zum Glück war die Ansprache bald vorbei. Alle Klassen durften zurück in ihre Klassenzimmer. Miss Cornfield riss sofort die Fenster auf. Puh, das war ja nicht zum Aushalten. Sie fächelte sich mit der Hand frische Luft zu. Benny ließ Henrietta frei. Wenn kein Besuch da war, durfte sie im Klassenzimmer herumlaufen. Die anderen aus der Klasse hatten sich längst an ihren Anblick gewöhnt. Schoki nutzte jede Gelegenheit, um mit ihr zu spielen. Annalena wollte Benny sogar überreden, ihr die kleine Schildkröte einmal auszuleihen. Silas und Joe hatten mit ihren dämlichen Witzen aufgehört und beachteten sie gar nicht. Helene allerdings war einmal schrecklich sauer geworden, weil Henrietta ausgerechnet neben ihrem Prinzessinnenrucksack ein paar kleine braune Stinkeknödel fallen gelassen hatte. Heute waren Max und Helene mit ihrem Referat dran. Zu zweit traten sie nach vorne. »Wir machen eine Zeitreise in das alte Ägypten«, begann der Professor. »In die Zeit von König Ramses.« Es folgte ein spannender Vortrag, bei dem Max und Helene abwechselnd über Geheimgänge in Pyramiden, vergiftete Wandfarben, berühmte Forscher und wertvolle Goldmasken sprachen. Miss Cornfield gab beiden die Note 1. »Gute Zusammenarbeit«, lobte sie. Ida ärgerte sich. Max machte das wirklich sehr gut.
Benny drehte sich zu Ida nach hinten. Er dachte an ihr gemeinsames Referat. Er gab sich einen Ruck und schrieb Ida einen Brief. Referat. Treffen wir uns heute Nachmittag in der Schulbibliothek? Henrietta kommt auch. Benny winkte Henrietta herbei. Er steckte ihr den Zettel in den Mund und gab ihr einen zärtlichen Stups. Zu Ida, ja? Folgsam tapste Henrietta los. Als Ida die Nachricht las, runzelte sie die Stirn. Dann nahm sie einen abgekauten Bleistiftstummel und schrieb zurück. Okay, 15 Uhr. Ich bringe Rabatt mit. Als sich Ida und Rabatt am Nachmittag auf den Weg zur Wintersteinschule machten, fielen sie gar nicht auf. Wie Mr. Morrison gesagt hatte, übersahen die meisten Menschen Rabatt einfach. Wer sich die Mühe machte, genauer hinzusehen, hielt den Fuchs meist für ein besonders hübsches Haustier. Auch jetzt sah ihnen ein kleines Kind mit großen Augen nach. »Schau mal, Mami«, sagte es und zupfte seiner Mutter an der Hand, »so einen lieben Hund will ich auch haben.« In der Lindenallee traf Ida, Joe und Sibel. Die beiden kamen ihr entgegen und unterhielten sich angeregt. Joe hatte ein schwarzes Kapuzenshirt mit Totenkopf an und sah toll aus. Es gab Ida einen Stich, als sie die beiden sah. Rabatt verhielt sich ganz still. »Na, arbeitet ihr an eurem Referat?«, fragte sie, als sie direkt an ihnen vorbei musste. »Schon fertig«, sagte Sibel und hakte sich bei Joe ein. Ida schluckte. Als Ida und Rabatt das Schulgebäude betraten, war Benny schon da. Sie öffnete die Tür zur Schulbibliothek und wäre am liebsten gleich wieder umgekehrt. »Stinkst du so?« »Nein«, stotterte Benny. »Wie kommst du darauf?« »Weil es hier«, Ida schnupperte, »irgendwie seltsam riecht.« »Vielleicht ist es dein Fuchs«, stichelte Benny, der langsam keine Lust mehr hatte, sich von Ida einschüchtern zu lassen. Henrietta, die zwischen den Kohlrabi-Töpfen auf dem Fensterbrett herumspazierte, kicherte. Rabatt gab Ida mit der Schnauze einen Schubs. Ida riss sich zusammen. »Schon gut«, sagte sie zu Benny. In versöhnlichem Tonfall fügte sie hinzu, »wie läuft es mit deiner Schildkröte?« »Gut«, antwortete Benny vorsichtig. »Ich finde es schön, dass sie immer bei mir ist. Ich möchte nicht mehr ohne sie sein.« Ida nickte. »Mir geht es genauso. Rabatt ist wirklich...« Sie musterte ihren Fuchs mit einem liebevollen Blick. »Er ist...« Sie wusste nicht, wie sie es ausdrücken sollte. »Er ist einfach der Allerallerbeste.« »Kannst du ihn denn verstehen?«, fragte Benny neugierig. »Aber klar, es ist genau so, wie Mr. Morrison es gesagt hat.« Ihr kam eine Idee. »Wollen wir einen Test machen?« »Einen Test?«, fragte Benny misstrauisch. »Und wie soll der aussehen?« »Deine Schildkröte sagt was und ich teste, ob ich sie hören kann.« Benny schaute hinüber zu Henrietta. Die Schildkröte nickte. »Okay«, antwortete Benny und gab Henrietta ein Zeichen. Ida schaute die Schildkröte erwartungsvoll an. Henrietta streckte vergnügt ihren Kopf nach vorne und rief, »Ida hat Nasenpopel an ihrem T-Shirt.« Ida konnte nur sehen, wie der Mund der kleinen Schildkröte auf- und zuklappte. »Was hat sie gesagt?«, fragte sie ungeduldig. Stotterte Benny. »Sie hat gesagt, ich heiße Henrietta und komme aus der Karibik.« »Aha«, Ida zog eine Augenbraue hoch. »Jetzt andersrum«, sagte Benny und konzentrierte sich. Rabatt öffnete die Schnauze. »Benny ist gar nicht so dumm, wie du meinst«, sagte der Fuchs. »Was hat er gesagt?«, fragte Benny gespannt. Ida pustete sich missmutig eine rote Haarsträhne aus dem Gesicht. »Er hat gesagt, ich heiße Rabatt und komme aus Norwegen.« »So, so«, diesmal schaute Benny zweifelnd. Nach dem Test wussten Ida und Benny nicht, was sie sagen sollten. Zu viel lag unausgesprochen in der Luft. Benny war noch immer sauer, weil Ida nicht zu seiner Geburtstagsfeier gekommen war.
Ida hatte die Sache mit dem Ohrring noch nicht vergessen. Ida hüstelte. Lass uns zum Referat kommen. Ich habe auch schon unser Thema. Atomkraft mit ihren Vor- und Nachteilen. Benny schaute hilflos. Ich wollte eigentlich was über Piraten machen. Ida warf einen Blick in das Buch, das Benny dabei hatte. Piraten, was ist das denn für ein Babykram? Da steht aber auch was über Störtebecker drin, verteidigte sich Benny. Und alles über Kapitän Schwarzbart, den Schrecken der Karibik. Lass gut sein. Ida klappte das Buch zu. Ich habe genügend Stoff für uns beide. Sie streckte Benny 10 eng bedruckte Seiten entgegen. Du machst den Anfang, ich den Rest. Wird schon hinhauen. Himmel, ist die 9-mal klug, murmelte Henrietta unter ihrem Schildkrötenpanzer. Das lassen wir uns nicht gefallen, Benny. 2 Tage später trafen sich Ida und Benny wieder in der Schulbibliothek. Diesmal hatte Benny einen fertigen Text über Piraten dabei. Henrietta hatte ihm geholfen. Ida saß im Schneidersitz auf dem Boden und blätterte in einem Buch voller kniffliger Matheaufgaben, als Benny hereinkam. Die Fenster standen weit offen. Benny holte Henrietta vorsichtig aus dem Rucksack und setzte sie auf den Boden. Sie nickte Benny aufmunternd zu. »Zeig's ihnen«, flüsterte sie. Da zog Benny seinen Text hervor, stellte sich vor Ida und las ihn laut vor. Er stotterte und musste ab und zu neu ansetzen, doch im Großen und Ganzen fand er seinen Vortrag gut. Er erzählte von Schiffen, berühmten Seefahrer-Tagebüchern und verschollenen Schätzen. Er beschrieb Waffen, Piratenkleider und Flaggen. Als er fertig war, sah er Ida erwartungsvoll an. Sie sagte einen Moment gar nichts. Dann, ohne Benny anzusehen, sagte sie, »Das gibt höchstens eine 3« und strich Rabatt über den Kopf. Benny ärgerte sich. »Jetzt sagt dieser Miss Superschlau deine Meinung«, zischte Henrietta. »Los, mach endlich!« Benny holte tief Luft. »Warum hältst du dich eigentlich immer für was Besseres?«, stieß er hervor. »Und warum bist du nicht zu meiner Geburtstagsfeier gekommen?« Ida erschrak. An die Geburtstagsfeier hatte sie nie wieder gedacht. Sie hatte sie komplett vergessen. Dann rechnete sie nach. »Das ist 3 Wochen her«, rief sie empört und sprang auf. »Und erst jetzt kriegst du den Mund auf? Feigling! Das gibt es ja wohl nicht!« Idas Backen wurden rot vor Ärger. »Jetzt erklär du mir mal, wieso hast du meinen Ohrring geklaut? Was war denn das für eine blöde Nummer?« Henriettas Köpfchen schnellte nach vorne. »Das war doch Benny nicht«, rief sie außer sich. Aber Ida konnte sie natürlich nicht hören. »Ich war es nicht«, stotterte Benny. »Und warum war der Ohrring dann bei deinen Turnsachen?« Idas Augen blitzten wütend. »Das weiß ich doch nicht.« Benny verhaspelte sich fast vor Aufregung. »Vielleicht hat ihn jemand untergeschoben.« »Haha«, antwortete Ida, »sowas Doofes habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Rabatt, wir gehen.« »Nun warte doch«, versuchte Rabatt sie zu beruhigen, aber sie rauschte schon aus der Tür. »Was ist mit dem Referat?« rief Benny ihr hinterher. »Mir doch egal. Übrigens, du stinkst.« Verdattert blieben Benny und Henrietta zurück. »Stimmt, hier stinkt's«, bestätigte Henrietta. Den Rest des Nachmittags verbrachten Benny und Henrietta auf der Wiese bei den Schrebergärten. Er war noch immer sauer auf Ida. Jetzt konnte er Dampf ablassen. Die kleine Schildkröte half ihm dabei. Benny schaffte es inzwischen locker, 30 Mal hin und her zu laufen. Auch die Liegestütze am Abend klappte schon ganz gut. »Hoch den Popo, hoch den Popo!« Henrietta ließ nicht locker. »Und jetzt noch Kniebeugen«, kommandierte sie. »Arme nach vorne, Po nach hinten, ja, genau so.« Ida hatte ihr lilafarbenes Lieblingsnachthemd an und schaute zum Fenster. Es wurde schon dämmerig. Der Fuchs lag auf dem Teppich und spielte mit dem Hausschuh, den er unter Idas Bett gefunden hatte. Ida dachte an den Nachmittag in der Schulbibliothek.
Dieser Benny ist sowas von blöd, jammerte sie. Ich will nicht mit dieser Schnarchnase dieses doofe Referat machen. So schlimm ist er doch gar nicht, antwortete Rabat und knabberte mit seinen spitzen Zähnen an dem Schuh herum. Er tut sich eben etwas schwerer. Doch, der ist schon schlimm, sagte Ida trotzig und schaute Rabat an. Jetzt gib meinen Hausschuh her. Rabat ließ den Schuh fallen. Wer wäre dir denn lieber? Fragte er neugierig. Ida seufzte. Joe. Joe? Fragte Rabat überrascht nach. Wieso Joe? Warum? Ida musste nicht lange überlegen. Er ist so cool, er ist beliebt und er ist so süß. Auf einmal hatte sie einen ganz verträumten Blick. Und er trägt nicht jeden Tag das gleiche Karohemd. Du bist auch süß, antwortete Rabat und schleckte an Idas Hand, die unter der Bettdecke hervorschaute. Ida schniefte und kraulte Rabat dankbar hinter dem Ohr. Später, als ihr Freund eingeschlafen war, knipste sie die Nachttischlampe an. Andauernd musste sie an Joe denken. Ida kramte das Briefpapier hervor, das sie für besondere Anlässe in ihrem Nachtkästchen aufhob. Dann setzte sie sich auf die Bettkante und begann zu schreiben. An Joe. Ich weiß, dass du diesen Brief nie bekommen wirst. Trotzdem möchte ich dir sagen, dass ich dich unheimlich süß finde. Du bist der tollste Typ auf dem Planeten. Wirklich. Ida wurde ein wenig rot, als sie die Zeilen noch einmal durchlas. Dann murmelte sie, es sieht ja keiner, und griff zu ihren Filzstiften. Sie malte erst ein Porträt von Joe, dann ein Porträt von sich und zum Schluss ein großes rotes Herz drumherum. Plötzlich musste sie kichern. Mein erster Liebesbrief, sagte sie und wunderte sich ein wenig über sich selbst. Ida warf den Brief auf den Boden, knipste das Licht aus und zog sich die Decke über die Schultern. Rabat schnarchte leise. Ida dagegen konnte nicht einschlafen. Es war aufregend, an Joe zu denken. Ob er sich oft mit Sibel traf? Wie gerne wäre sie an ihrer Stelle. Der Liebesbrief war ihr auf einmal peinlich. Sie tastete nach dem Brief, zerknüllte ihn und warf ihn in hohem Bogen durchs Zimmer in Richtung Papierkorb. Dass der Papierknödel genau in ihrem weit geöffneten Schulrucksack landete, konnte Ida in der Dunkelheit nicht sehen. Am nächsten Montag waren Joe und Sibel mit ihrem Referat dran. Ihr Thema lautete Piraten. Benny hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, als er hörte, wie Joe alles über Seeräuberflaggen, Kaperbriefe und Schatzkarten erzählte. Henrietta, die auf seinem Schoß saß, konnte es nicht fassen. »Der hat dir dein Thema weggeschnappt«, empörte sie sich. »So eine Gemeinheit!« Doch dann hob sie den Kopf. »Hey, was erzählt der denn da für ein Quatsch?« Joe sprach über berühmte Seeräuber. »Das Kämpfen war Männersache«, sagte er gerade, »und zu essen gab es jeden Tag Schildkrötenfleisch.« Henrietta kreischte entsetzt auf. Da hob Benny die Hand. Miss Cornfield rief ihn auf. Benny sagte, stimmt nicht ganz, es gab auch berühmte Piratinnen. Anne Bonny zum Beispiel oder Mary Read. Die beiden haben in Männerkleidern gekämpft und viele Schlachten gewonnen. Der Speiseplan war übrigens ziemlich abwechslungsreich. Es gab Hühner an Bord, die Eier legten. Zitronen hatten die Piraten auch dabei, wegen der Vitamine. Und Fische holten sie sich täglich aus dem Meer. Schildkrötenfleisch gab es eher selten. Nur er hörte, wie Henrietta erleichtert seufzte. Ida blieb der Mund offen stehen. Was Benny da erzählte, war interessanter als alles, was sie über Atomkraft wusste. Ob Rabat recht hatte? Vielleicht war er doch nicht so doof, wie sie dachte. Joe stand ganz verdattert an der Tafel und hatte keine Ahnung, wie er weitermachen sollte. Sein Kopf war rot angelaufen, seine Arme hingen schlaff herab. Da half ihm auch das »Wir sind Weltmeister«-T-Shirt nicht. Sein Handgelenk war noch immer eingebunden. Er tat Ida leid.
Armer Joe, flüsterte sie. Sogar wenn er sauer aus. Sogar wenn er sauer ist, sieht er so süß aus. Sie drehte verträumt an ihren roten Haarsträhnen und lächelte ihn an. Joe lächelte verlegen zurück. Benny, das gibt eine mündliche Eins, sagte Miss Cornfield zufrieden. Joe und Sibel aber mussten das Referat wiederholen. Wegen schlampiger Vorbereitung, wie Miss Cornfield sagte. Sucht euch ein neues Thema. Sie machte sich eine Notiz im Klassenbuch und kritzelte etwas auf zwei Zettel. Bitte zu Hause unterschreiben lassen, sagte sie und drückte die Zettel Joe und Sibel in die Hand. Joe warf Benny einen giftigen Blick zu. Am Dienstag begann es auch in der Turnhalle zu stinken. Das war besonders schlimm, weil es dort keine Fenster zum Lüften gab. Was ist das für ein ekelhafter Geruch, schimpfte Frau Bergmann. Wir trainieren lieber draußen. Der Hausmeister kam mit dem Putzen nicht mehr nach. Er konnte noch so viel Duftspray versprühen, es half alles nichts. Der künstliche Lavendelduft war viel zu schwach, um den entsetzlichen Gestank zu vertreiben. Dass es in den Umkleideräumen und in den Toiletten müffelte, war normal. Doch als auch der Musikraum, das Lehrerzimmer und der Computerkeller zu stinken begannen, entschloss sich der Direktor zum Gegenangriff. Er ließ sämtliche Schülerinnen und Schüler in der Pausenhalle aufmarschieren. Joe lehnte während der kurzen Ansprache an der hinteren Wand. Als Ida an ihm vorbeiging, fiel ein zusammengeknülltes Stück Papier aus ihrem Schulrucksack. Joe hob es auf. »Jemand verpestet mit Absicht die Schule«, tobte der Direktor vorne. »Ich fordere alle auf, die Augen offen zu halten. Wer etwas Verdächtiges sieht, soll das sofort im Direktorat melden. Die Ehre der Schule steht auf dem Spiel.« Damit war die Ansprache zur Verblüffung aller schon zu Ende. »So kurz hat er sich ja noch nie gefasst«, flüsterte Schoki Benny zu. »Er muss wirklich sehr, sehr sauer sein.« »Was steckt nur hinter diesem merkwürdigen Gestank?«, fragte Ida Rabatt, als sie zurück zum Klassenzimmer schlenderten. Rabatt hob seine Schnauze. »Ich finde, es riecht...« Er schnupperte äußerst interessant. »Ich würde sagen, nach vergammeltem Gemüse.« Rabatt überlegte weiter. »Nach Komposthaufen. Aber das ist noch nicht alles. Es ist noch eine Spur alter Käse dabei. Harzer Roller, würde ich sagen. Verfaulte Eier. Igitt«, Ida sah ihn angewidert an. »Ist das dein Ernst?« Rabatt lächelte. »Glaub mir einfach, Rotschopf. Schließlich bin ich ein Fuchs.« Als der Direktor mittags nach seinen Kohlrabi-Pflanzen sehen wollte, traf ihn fast der Schlag. Einer der Töpfe war leer. Die schönste Kohlrabi-Pflanze fehlte. »Das ist doch die Höhe«, schimpfte Herr Siegmann. »Der Wettbewerb ist für mich gelaufen.« Er kochte vor Wut. »Den Täter kriege ich. Wenn ich den erwische, dann fliegt er von der Schule.« Und genau das gab er in einer Durchsage bekannt. Dann riss er das große Fenster auf, das zum Schulgarten hinausging, und atmete tief durch. Der Blick auf die knorrigen Bäume und den großen Teich beruhigten ihn normalerweise. Aber heute nicht. Ein ums andere Mal schüttelte er den Kopf. In der Schule gab es einen Kummerkasten. Das war eine Art Briefkasten, wo man seine Sorgen loswerden konnte. Man musste nicht einmal seinen Namen hinterlassen. Und in diesem Briefkasten landete am Mittwoch ein kleiner Zettel. Benjamin Schubert baut Stinkbomben aus Kohlrabi und Stinkekäse. Benny wusste nicht, wie ihm geschah, als die Tür zum Klassenzimmer aufging, Herr Siegmann hereinrauschte, seine Schultasse schnappte und vor der ganzen Klasse ausschüttelte. Henrietta purzelte heraus und rollte über den Boden. Zum Glück hatte sie sich gerade noch rechtzeitig in ihren Panzer zurückgezogen. Aha! Herr Siegmann bückte sich und hob ein silbrig glänzendes Papier auf. Harzer Roller, extra würzig, stand drauf. In mein Büro. Jetzt! Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Tobte Herr Siegmann.
Ich habe keine Ahnung, wie das Papier in meine Tasche kommt. Benny war verzweifelt. Der Direktor starrte auf das Beweisstück, das auf seinem dunklen Eichenholzschreibtisch lag, und strich es mit den Händen glatt. Warst du nicht in den letzten Tagen öfter mal in der Schulbibliothek? Bohrte Herr Siegmann nach. Zusammen mit diesem rothaarigen Mädchen aus deiner Klasse. Wie heißt sie nochmal? Ida, stieß Benny wütend hervor. Vielleicht war sie es ja. Herr Siegmann stand auf. Benny, es reicht. Du hast 2 Tage Zeit, um über die Sache nachzudenken. Wenn du zugibst, dass du es warst, fällt die Strafe nicht ganz so schlimm aus. Er verabschiedete Benny mit einem festen Händedruck. Wir sehen uns spätestens am Freitag wieder. Hier in meinem Büro. Wir müssen etwas unternehmen, jammerte Henrietta. Irgendjemand hat etwas gegen dich. Denk nur an die Sache mit dem Glitzerohrring und jetzt das mit dem Silberpapier. Benny seufzte und überlegte traurig, wie er seinen Eltern beibringen sollte, dass er am Freitag von der Schule flog. Nach Herrn Siegmanns Wutanfall befürchtete er das Schlimmste. Henrietta tapste aufgeregt im Zimmer auf und ab. Nun stupste sie ihren Freund am Bein. Benny, hör mir zu. Wir müssen diesen Stinkbombenattentäter fassen. Wir müssen jede Nacht in der Schule Wache schieben, so lange, bis wir ihn haben. Benny schaute Henrietta zweifelnd an. Das meinst du nicht ernst, oder? Henrietta nickte. Oh, doch. Sie sah Benny in die Augen. Benny rutschte das Herz in die Hose. Nie im Leben, protestierte er. Ich schleiche mich doch nicht im Dunkeln durch die Stadt. Er dachte an die leere, finstere Schule, an unheimliche, finstere Stinkbombenattentäter. Ich trau mich nicht, jammerte er. Lass uns morgen einen anderen Weg finden, okay? Dann legte er sich ins Bett und zog sich die Decke über die Ohren. Henrietta verdrehte die Augen. Manchmal wünschte sie sich wirklich, Benny würde ein wenig mutiger sein. Bevor Benny einschlief, bat sie ihn, das Fenster offen zu lassen. Ich liebe den Nachtwind, sagte sie. Ida durchsuchte bereits zum 3. Mal ihr Zimmer. Sie sah unter dem Bett nach. Sie räumte den Schreibtisch leer. Sie durchwühlte ihren Kleiderschrank. Sie kippte den Papierkorb um und strich alle zerknüllten Papiere glatt. Vom Liebesbrief keine Spur. Was suchst du denn? Fragte Rabatt neugierig. Ach nichts, antwortete Ida und wurde rot. Die Sache war ihr so peinlich, dass sie nicht einmal mit Rabatt darüber sprechen wollte. Vielleicht einen zerknüllten Zettel, der mit Filzstift bemalt war, erkundigte sich Rabatt. Ida starrte den Fuchs an. Hast du so einen gesehen? Hab ich. Rabatt gähnte. Wo ist er? Fragte Ida eine Spur zu laut. Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund. Sag schon, sagte sie. Rabatt blinzelte. Gestern war er noch in deiner Schultasche, verriet er. Jetzt ist er weg. Was? Ida sprang auf und durchwühlte ihren Rucksack. Bücher und Hefte flogen durch die Luft. Ida drehte die Tasche um. Ein Mischmasch aus Papierschnipseln und Brotkrümeln rieselte zu Boden. Der Liebesbrief war nicht darunter. Sie stöhnte laut auf. Oh je, das darf doch nicht wahr sein. Ida erinnerte sich undeutlich an den zerknüllten Zettel, den sie für ein altes Arbeitsblatt gehalten hatte. Hilfe, ich muss ihn in der Pausenhalle verloren haben. Oh Rabatt, was mache ich bloß? Tränen kullerten ihr übers Gesicht. Warum ist der Zettel denn so wichtig? Wollte Rabatt wissen. Weil, stotterte Ida, weil halt. Aha, knurrte Rabatt. Ich kann's dir nicht sagen, murmelte Ida. Es ist mir zu peinlich. Sie machte eine Pause. Also gut. Es war ein Liebesbrief. Ihre Stimme zitterte. Rabatt hob überrascht seine Schnauze. Ein Liebesbrief? An wen? Sage ich nicht, flüsterte Ida. Rabatt sprang auf seine 4 Pfoten. Lass mich raten. An Joe? Du hast dich getraut? Hast du ihn zum Eisessen eingeladen? Darf ich mitkommen? Meine Ida geht mit einem Jungen aus. Da muss ich dabei sein. Bitte, bitte, bettelte er. Hör auf, Ida schluchzte.
Das ist so peinlich. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Ich bin blamiert bis auf die Knochen, wenn den Brief jemand in die Finger kriegt. Steht dein Name drauf? Erkundigte sich Rabatt vorsichtig. Naja, nicht direkt, murmelte Ida und schlug die Hände vors Gesicht. Ich habe ein Bild gemalt von mir und von Joe mit einem großen Herzen drumherum. Sie schniefte. Verstehe. Rabatt wurde still. Wenn das so ist, müssen wir was unternehmen. Mach dir keine Sorgen, Rotschopf. Wir holen diesen Brief zurück. Gleich heute Nacht. Ida und Rabatt schlichen sich durch den Friseursalon. Das Glöckchen der Ladentür bimmelte. Schon waren sie draußen. Die Sterne strahlten. Ein leichter Windhauch strich über Idas Backen. Schnell hatte sie Turnschuhe, Jeans und einen bunten Ringelpulli übergezogen. Solche Spaziergänge sollten wir öfter machen, sagte Ida glücklich. Gerne, antwortete Rabatt und setzte leise eine Pfote vor die andere. Weder Ida noch Rabatt bemerkten, dass sie beobachtet wurden. So, jetzt wo es schön spannend wird, machen wir Schluss für heute. Genau, am Freitag geht's weiter. Freitag um 14 Uhr wieder hier live bei Facebook. Wer die anderen Videos vorher noch nicht gehört hat oder die anderen Kapitel aus dem Buch, kann die natürlich bei Facebook sich noch angucken oder auch bei YouTube unter Spieler Schillerstraße. Also dann bis Freitag. Ciao.